Hallo, meine lieben Terminfreunde. Ja, meine Vorräte gehen jetzt langsam zu Ende. Erst war es die Gemüsebrühpaste und jetzt kommt mein Hähnchengewürzsalz. Das muss ich euch unbedingt vorstellen. Das darf bei euch auf keinen Fall fehlen. Das Hähnchengewürzsalz habe ich das Rezept von meiner Freundin wiederbekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es aus der Rezeptwelt hat. Das weiß ich jetzt nicht. Ich finde das Gewürz super toll für die Hähnchenschenkel oder für ein ganzes Hähnchen. Wir persönlich lieben das Gewürz auch auf die Pommes. Also bei uns kommt das immer auf die Pommes drauf, auf die fertigen. Ja, wir fangen auch gleich an. Es sind wieder wenig Zutaten und es geht wieder ruckzuck. Als erstes geben wir 25 Gramm grobes Salz in den Mixtopf. Das war wieder zu viel. Das holen wir auch wieder raus. Halt. Noch zu viel. Ist auch in Ordnung. Jetzt kommen dann dazu 30 Gramm Paprika edelsüß. Jetzt kommen dazu 5 Gramm Pfefferkörner. Gramm Curry. Fünf Gramm geräucherter Paprika. Fünfzehn Gramm gefriergetrocknete Zwiebel. Gramm Knoblauchgranulat. So, das haben wir jetzt alles im Mixtopf drin. So sieht's aus. Das Ganze wird jetzt pulverisiert und damit es nicht wieder so staubt alles, gebe ich wieder ein Zewa-Wischtuch oben drauf. Ganz von so rum gar nicht. So. Und wir stellen das Ganze jetzt 30 Sekunden auf die Stufe 10. Unser Deckel ist schön sauber. Das gefällt mir immer besonders gut. Probiert es aus mit dem Zewa-Tuch. Das funktioniert super schön. Das wäre jetzt normalerweise alles in eurem Deckel. Schaut auch, dass euer Mixtopf richtig schön trocken ist, wenn ihr sowas macht. So sieht es jetzt aus. Riechen tut es schon mal köstlich. Schaut mal, so schaut es jetzt aus. Ich fülle mir das Ganze jetzt immer in so leere. Ich hebe sie mir immer auf, die leeren Streuer, wenn ich was kaufe. Von den Gewürzen, die hebe ich mir auf. Das fülle ich jetzt da rein, dann habe ich gleich einen Streuer, wo ich es mir dann über die Pommes oder über die Hähnchenschenkel geben kann. Ihr könnt es natürlich auch in solche Streuer geben. Ist auch ganz toll als Geschenk in Reagenzgläser rein. Das waren bei mir jetzt die Weihnachtsgeschenke heuer. Vanillezucker, den Brathähnchenwürzer, Erdbeerzucker
und so weiter. Einfach ein Reagenzgläser schön einpacken. Habt mir immer ein schönes Geschenk. Ich hoffe, euch hat mein kurzes, schnelles Ruckzuck-Video heute gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachmachen würdet. Das war's auch schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tell Me Manu.